So, da sind wir wieder bei Hogwarts Legacy und weiter geht's mit Professor Hagrid. Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hagrid. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Okay. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. Dann machen wir mal Incendio. Du hast genug Zaubersprüche gelernt und musst dein Zauberset mit Incendio ausrüsten. Dazu musst du ihn mit einem anderen Zauberspruch austauschen. Gut gemacht. Um einen Zauber oder Gegenstand zu benutzen, musst du ihn zuerst zu deinem Zauberset hinzufügen. Füge jetzt Incendio hinzu. Bewege den Zeiger über Incendio, halte R2 gedrückt und tippe auf die entsprechende Schaltfläche an der Stelle, an der du ihn platzieren möchtest. Achso, Moment, so. So. Können wir nicht noch mehr machen? Achso, wir können erst vier Stück, guck mal da unten. 6, 7, 8, was sind das grundlegend? Wir haben jetzt sechs Stück quasi belegt. Zwei kommen noch, aber das sind anscheinend feste, wenn man das so sieht. Aber wir können mit Steuerkreuz leider nichts ändern. Zum Zuweisen gedrückt halten, ja, okay. Dann haben wir das. Herausforderung. Aufgabe abgeschlossen. Gucken wir mal. Was haben wir denn da? Sammlungen oder was? Nein. Inventar. Ausrüstung. Aufträge. Herausforderungen. Aufträge. Oh, guck mal hier. Haben wir noch ein bisschen was freigeschaltet. Belohnung für Erscheinungsbild der Ausrüstung. Schal der Klassenbesten. Belohnung einsammeln. Belohnung einsammeln. Können wir noch nicht, weil wir noch vier Stück machen müssen. Das ist abgeschossen. Können wir einsammeln. Legendärer Umhang. Oh. Können wir auch einsammeln? Das auch noch nicht. Okay, was haben wir dann hier für Ausrüstung bekommen? Okay, sieht man das hier gar nicht. Noch ein so ein Kleidungsstück erhalten, oder nicht? War das kein Kleidungsstück? Da ist was. Ach so, wir haben das Level noch nicht. Okay, gut. Das ist erst ab 16 verfügbar. Wo sind wir denn? 15. Na gut, dann haben wir das ja gleich. Oh, da waren Sammlungen. Jetzt habe ich es gesehen. Okay, gut. Das ist erstmal egal. So, dann gehen wir weiter. Was haben wir denn jetzt für eine Quest? Was hat das hier mit der Puppe auf sich? Leviosa! Incendio! Okay, der Zauber hat eine höhere Abklingzeit. Wann treffe ich den denn damit? Wie weit geht denn das? Sie werden besser. Okay, das Bleiben Sie ging. dran und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Diese Distanz? Incendio! Ja, die Distanz geht auch noch. Komm, kling ab. Das geht nicht, okay. Also so einigermaßen Nahkampfangriff ist das.
Anzusetzen, ja, okay. Ist recht kathartisch, passt. Nicht wahr? Okay, zurück zu Professor Fig. Da gehen wir jetzt hin. La 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 la. Und hier hoch. Da hat man anscheinend immer so ein bisschen Laufweg. Aber es geht hier einigermaßen, kaum Ladezeiten, von daher passt es schon. Warten. Ah, da sind sie ja. Ja, da bin ich wieder. Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro, 5 Minuten. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Okay, Geheimnis der verbotenen Abteilung. Gut, er hat anscheinend jetzt noch was zu erledigen. Sprich mit Sebastian. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Ja, dann gehen wir mal zu ihm. Gucken, was er dazu sagt. Hier runter, hier rechts, da links steht er. Hallo, Sebastian. Sebastian, da bist du. Ich hatte gehofft, dich zu sehen. Nach dem Trollangriff sah ich in den 3 Besen die Konfrontation mit Rookwood und Harlow. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Das hängt von... Okay. Ich bin mir nicht sicher. Ich schätze... Wir sollen es ja eigentlich niemandem verraten, ne? Ich habe ihn nie getroffen. Vielleicht verwechselt er mich mit jemandem. Wenn du meinst, ich will dir nicht auf den Pelz rücken, aber irgendwann musst du mir sagen, was los ist. Du könntest mich brauchen. Und warum hast du mich gesucht? Ich muss etwas für Professor Fig finden. Aber es ist in der verbotenen Abteilung. Kann er es nicht selbst holen? Er wurde im letzten Moment von Black wegbeordert. Ich könnte warten, bis ich wieder von ihm höre, aber... Du willst Initiative zeigen. Genau. Du sagtest, man müsse nur schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Was ist, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Okay. Muss ich mir Sorgen wegen der Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Okay, gut. So ist schon mal ein Stück schlauer geworden. Danke, Sebastian. Bis später dann. Okay, triff dich abends in der Haupthalle mit Sebastian. Ja, das ist ja jetzt schon Abend anscheinend. Da war ein Gegner hinter uns. Also jemand, der uns nicht erwischen darf. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen.
Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Einen Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Okay. Sehr schön, noch einen neuen Zauberspruch dabei. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt noch hinzufügen. So ging das. Das ist er, ne? Dann machen wir das gegen Licht, weil wir ja eh nicht gesehen werden dürfen. Oder sollen wir das gegen Feuer erstmal tauschen? Wir machen das mit Licht. So. Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Okay. Nahe Gegner, spüren Fragezeichen auf, untersuchen. Goldene Fragezeichen, verdächtiges Verhalten. Wenn du von Autoritätspersonen gefangen wirst, hast du in diesem Auftrag versagt. Ich tue so, als ob ich sie nicht sehe. Das Ding sieht uns. Oh, jetzt frage ich mich aber auch diese Kisten mit den Augen, ob die uns dann wohl sehen oder nicht. Ich weiß ja nicht, wie das fungiert, aber das könnte sein, weil die ein Auge haben, ne? Oh, die Tür, dass sie sich öffnet, das haben die jetzt nicht gesehen, natürlich nicht. Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell, hinters Regal. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Wofür brauchen wir den Schlüssel? Gibt es dafür keinen Zauberspruch? Alle Humore? So kam ich sonst rein. Aber die Bibliothekarin hat es mitbekommen. Sie hat das Schloss mit einem Anti-Alohomora-Zauber belegt. Also geht nur der Schlüssel. Aber keine Sorge. Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Okay. Oh, shitty. Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? So, den Schlüssel haben wir. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das Buch finden. Revelio. Hier ist auch ein Buch. Das ist es aber nicht. Kisten noch schnell mitnehmen. Hier liegt das Buch scheinbar, also nehme ich an. Oder ist es weiter unten? Das kann natürlich auch sein. Lass mal das mal kurz liegen. Ah ne, die meinen, ich soll nach unten. Okay, dann nehmen wir das hier oben auch mit. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Okay. Nutze den Basiszauber, während du dich versteckst im Autoritätspersonen und Gegner dorthin zu locken, wo du sie haben möchtest.
Gut. Ja, das mit dem Zielen, das wissen wir. Geist, sei vorsichtig. Oh, aufgestoßen. Gibt's ja gar nicht. So, was haben wir denn Autoritätspersonen hier? Oder? Sollen uns natürlich nicht verpetzen. Sonst haben wir hier verkackt. Es war auch nur ein Geist. Erstmal. Die Luft ist jetzt. Guck mal, eine Hand. Herumschleichen. Oh, schon geil, hä? Da gehen wir mal nicht bei. Also, wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Revelio! Weil dein Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Oh, wir haben so eine Augenkiste. Ja, es funktioniert. Oh, 500 sogar. Das ist schon stark. Revelio. Das ist viel. Also geht das doch mit dem Unsichtbarkeitskram. Also jetzt mit dem Zauber. Gut, dass wir uns die Flaschen nicht gekauft haben. Ich habe die nämlich so in einem Laden gesehen, dass man die da kaufen kann, um sich unsichtbar zu machen. Aber die wären auch arschteuer gewesen. Gehen wir weiter. Revelio. Revelio. Noch eine Handbuchseite. Revelio. Eine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag das es. Das verrate ich. Ach du Scheiße. Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Kann ich dir trauen? Handel dir keinen Ärger. Warte, ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger kriegst. Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht. Außerdem, ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut, wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, okay. Mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Ja, das weiß ich auch. Das wissen wir natürlich. Den haben wir ja. Dann habe ich natürlich hier... Repar! So, dann ist hier natürlich Revelio. Die Kiste mit dem Buch drin. Nein, doch nicht. Wir müssen da unten hin. Ach du meine Güte. Jetzt machen wir uns wieder unsichtbar. Wo müssen wir lang? Revelio. Da, achso, da war noch eine Tür. Natürlich übersehen, aber ich zu voreilig. Okay, da kommen wir nicht durch. Das sein kann, dass da was hinter ist. War ganz schön groß, diese Bibliothek hier. Verbotener Bereich. Natürlich. Spuren alter Magie. Revelio, dieser Raum muss doch etwas verbergen. Sollten wir da drauf? Ich
glaube, wir sollten erst die Kiste holen. Wir gehen. Können wir hier drüber? Nee, können wir durch so, so eine zerstörte Lücke hier. Ja. Dann holen wir uns erst die Kiste. Handbuchseite gibt's hier nicht. Galanter Umhang. Und jetzt. Das war's. Okay, wir haben eine Tür. Damit geöffnet. Revelio. Schuluniform. Wo führt sie wohl hin? Das wüsste ich auch gerne. Okay, wo sind wir jetzt? Sehen wir das auf der Karte? Kann ich gar nicht öffnen, okay. Ab hier! Legiose! Ins Zentrum! Lüfte das Geheimnis der Vorhalle. Ich muss die Rune dort drüben erwecken. Ach hier. Leviosa. Ins Zentrum. Okay. Und wie? Revelio. Wie erwecken wir die denn? Ich habe jetzt jeden Zauber hier angewendet. Freies Zielen. Ja, und jetzt? Ich habe da doch gerade... Das haben wir doch gerade eben gemacht. Wir mussten angeblich frei zielen. Revelio. Wachposten. Das war ja klar. Das sind Wachen. Oh nein, oh, das war Verschwendung. Diese alte Magie, die ist schon geil, ne? Deine Beherrschung der alten Magie nimmt zu, wenn du erfolgreich angreifst oder Schaden nimmst. Erfolgreiche Kombos aus 10 oder mehr Treffern erzeugen alte Magieverstärker. Sammle sie auf, um deine alte Magieanzeige zu füllen und einen kleinen Teil Gesundheit wiederherzustellen. Okay. Das ist das also alte Magie, die da rumliegt. Wenn mindestens eine Leiste deiner alten Magieanzeige voll ist, kannst du verheerende Angriffe alter Magie entfesseln, die massiven Schaden zufügen und Schildzauber brechen. Tippe L und R1 an, wenn du die Aufforderung über den Kopf eines Gegners siehst. Über den Knopf. Kopf heißt es. Ja, das sieht man ja eindeutig. Okay, das sind immer so Bruchstücke von alter Magie, womit wir dann die Leiste füllen. Das ist ja auch nicht schlecht. Was ist das? Das sieht auch geil aus. Wir gehen weiter. Leviosa, ab hier! Ins Zentrum! Let's go.
Ignoso, Akio, Incendio. So, dann holen wir die einfach zu uns, um den Feuerzauber zu machen. Das geht ja besser. Der haut ja auch gut rein. Und das schon jetzt. So, jetzt warte mal. Okay, wir können doch hier irgendwie rüber, oder? Was haben wir denn hier? Guck mal, ich jetzt... Okay, kann ich nichts machen. Incendio! So, wie machen wir das? Nein, da soll es nicht runter. Da ist eine Kiste. Levioso. Levioso. Akio. Hier geht nichts. Da müssen wir da oben auf die Silhouette zielen. Kommt da links und rechts jetzt auch was? Oh, what? Okay, rechts brauchen wir das gar nicht. Okay. Oh, lauf, renn! Er rennt nicht, weil wir noch... Oh, weil wir noch... Er kann nicht rennen, wenn wir so verzaubert sind, hier unsichtbar sind. Oh. Das ist ja ätzend. Okay. Wir sind nicht gestorben. Wir sind nur neu gespawnt. So, man muss noch schnell genug sein. Aber was war da mit der Kiste? Wie kommen wir da hin? Oh, what? Warte mal. Muss ich ja nicht dumm anstellen. Wir suchen mal nach noch einer Silhouette oder wie sich das Ding nennt. Irgendwie muss das doch funktionieren. Oder wir jumpen einfach rüber oder wir laufen einfach. Ja, laufen geht ja nicht, der war ja. Er fing ja an, fast runterzufallen. Dann sieht mal einer an. Na, sieh mal einer an. So ist das mit Magie. Und ja, hier wird nichts sein, weil ist ja auch nichts. Okay, machen wir da einen rein. Okay, hat nicht ganz geklappt. Ich weiß nicht, ob wir das unsichtbar... Hier scheint es weiterzugehen, aber wohin? Krams noch brauchen. Aber wir machen das einfach mal, weil ich nicht weiß, was hier kommt. Okay. Sind das hier so Fackeln? Nein. Ist hier sonst... Da ist Durchgang. Okay, wir müssen jumpen. Oder auch nicht. Zumindest hat er das nicht geschafft.
hält sich halt nicht fest, ne? Ist schon schlecht. Also, wie machen wir das? Oh, er fällt schon so runter. Okay, na, ist egal. Steht Gott sei Dank nicht lange. Komm schon, halt dich da doch fest. Warum geht's nicht? Warum geht's nicht? Fast geschafft. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Ja. Okay. Muss man irgendwas... Oh, warte mal. What? Okay, ich dachte, wir könnten die irgendwo positionieren. Wieso kommen wir dort nicht rüber? Müssen wir runter? Müssen oder können wir irgendwo runter? Kommt halt nichts unter uns, ne? Ist halt direkt der Tod. Aber wieso er da den Sprung nicht schafft? Müssen wir von hier springen? Das ist halt... Wenn ich jetzt schon renne... wird das nichts. Oh, ey. Wie machen wir das? Da ist auch keine Silhouette. Oder wie auch immer man das Ding jetzt hier nennt. Haben wir hier unten irgendetwas? Nein, da nicht, da nicht. Ist auch nichts. Scheint so, als wenn da irgendwas fehlt für uns. Warte mal, können wir erstmal ein Stück vor... Nee, wir müssen da irgendwo auch rum. Okay, ist ein Rätsel. Boah, ich bin Krise, wenn das hier mit dem Jump nicht klappt, ne? Aber das hat jetzt schon mehrmals nicht geklappt und das war noch nicht mal richtig knapp. Nee. Wir können uns nicht festhalten. Egal, was ich hier drücke. R2, R1, keine Ahnung. Oh, what? Ach so. Okay. Somit bauen wir uns den Weg. Ah, what the fuck? Okay, machen wir das nochmal. Ach, jetzt kommen wir hier aber nicht mehr rüber, ne? Da müssen wir von da hinten zaubern. Nein! Oh, wir standen noch drauf. Okay, wir gehen hier drauf. Gehen hier weiter. Zaubern dann da einen hin. Und kommen dann hierher. Flora Fedora. Aber hier sind noch Kleidungsstücke. Wäre cool, wenn hier noch so ein Zauber wäre, den man sonst verpassen könnte oder so. Das wäre natürlich geil. Okay, hier lang geht's nicht. Nein. So, jetzt müssen wir das hier rückgegeben machen. Stellen wir uns bis ganz nach vorne. Und so, weiter geht's. Doch geschafft. So schwer war es dann doch nicht. Sonnenaufgangsumhang. Revelio. Genau, war hier noch irgendwas? Seite oder sowas? Ah, jetzt geht's wieder ab hier. Jetzt geht's ab.
Hoffentlich hätten wir das für den Dicken hier nutzen müssen, aber ist auch scheißegal. Idiote, agieren! Ins Zentrum! Oh, hey, hey, hey. Oh. Nein. Ach, shit, jetzt habe ich den Zauber gewirkt. Oh, dann sollten wir uns doch mal heilen. Wenn wir das aufsparen mit L&R 1, also das ist die Leiste voller, wenn wir die mal richtig stark gekriegt haben sollen. Machen uns die Leisten einfach voll, würde ich sagen, die beiden, und dann nutzen das erst wieder. Oder wenn es halt kritisch wird. So, ist hier irgendwo noch was extra? Ein Geheimnis oder so? Nein. Hier an der Seite? Scheint auch nichts zu sein. Okay, gut. Wer weiß, wer weiß. Es ist also doch ein Buch. Da ist es. Denkarium. Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morgannock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morgannock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber Sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt. Was sind sie?
geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morgenack. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Sebastian. In der verbotenen Abteilung. Schon wieder. Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns. Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn Sie jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Ja, Sebastian hat dich gehalten. Das ist schon mal super. So sind wir jetzt in seiner Schuld. Also wenn er uns braucht, müssen wir ihm natürlich auch beistehen. Gut, das war das. Oh, hier ist ein Schlüssel. Da ist ein Schlüssel. Na, wo fliegst du hin? Der Schrank ist oben. Hier. Ho. So, dann nehmen wir dir hier auch noch mit, die Hausmarke. Hausmarke. Sehr schön. Dann geht's jetzt weiter. Jetzt können wir wieder raus hier. Wer war hier noch, ne? Nein. So, mal sehen, was uns jetzt erwartet. Was kommt jetzt? Professor Fig. Wir kommen. Oh, Ladebalken. Manchmal laden die, muss es an der Tür so ein bisschen laden. Kann ich auch verstehen, aber geht ja ziemlich fix. Das kommt wohl mal vor. Hopp, hier oben bleiben. Und noch höher. Nee, nicht hier runter. Hoch. So, da sind wir wieder. Warten. Wälzer und Widrigkeiten. Oh oh, wir haben Besuch. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Kobolde und Rookwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Fig, Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Sir, ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war tatsächlich ein Buch, das wir brauchten. Was? Das... Halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ja, gut.
Eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Oh. Oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich habe bei dem Buch noch zwei Erinnerungen gesehen. Noch ein Denkarium? Bei Godrics Herz. Der Mann, den wir sahen, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten Erinnerung haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hat, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Was sagen Sie ihnen über Mr. Osricks Tod? Ich weiß nicht, wie viel ich sagen soll. George wollte das Ministerium von Ranrock überzeugen. Ohne Erfolg. Mein Instinkt sagt mir, wir folgen dem Weg, auf dem wir uns befinden und behalten die Details für uns, bis wir mehr wissen. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von ihnen lernen können. Ja, das war die verbotene Abteilung. Ja, dann bedanke ich mich. Oh, wir sind Level 16, wir können auch mal Klamotten wechseln. So, mal gucken. Da haben wir was. Wir haben mehr sogar. Oh, sogar top. Ist sogar besser. Jetzt muss ich natürlich jedes Mal wieder Viereck und... Mann, wir können das auch tragen, so das nicht. Ist ja eigentlich egal, wir wechseln sowieso häufiger. Wow. Das ist genauso. Okay. Boah. Ja, das ist schon top. Dann machen wir den Umhang wieder drauf. So. Na, das ist sogar schlechter. Dann lassen wir das an. Das ist auch schlechter. Dann lassen wir das auch so, wie es ist. Und Zauberstabgriff. Ja, kann man mal ausrüsten. Ja, ja, die Untersachen hier. Ach komm. Können wir nochmal wechseln. Ist eigentlich egal, ist mir jetzt nicht so wild. Sehe ich jetzt nicht so eng hier. Das passt schon. Was haben wir hier noch? Okay, Lehrbuchseite. Oh ja, Astrolabium der Familie Pinch-Smedley. Das war eine Nebenquest, die ich gemacht habe. Da habe ich Mädchen geholfen, etwas aus einem See zu holen, weil ihre Familie, wohl ihre Eltern oder so, da wohl mit dem Boot irgendwie untergegangen sind. Und die haben dann das Astrolabium irgendwie mit versenkt quasi. Und dann konnte ich mir aussuchen, als ich das dann für dieses Mädchen besorgt habe, ob ich ihr das wiedergebe oder nicht. Und dann habe ich das einfach mal behalten, weil ich nicht weiß, was es damit auf sich hat. Ich weiß auch nicht, ist es gut, wenn wir es behalten? Ist es besser, wenn wir das ihr wiedergeben oder den Personen, wenn wir nochmal solche Aufgaben haben? Weil ich habe nämlich für ein anderes Mädchen auch noch solche, ich glaube, Koboldsteine, nennen die sich, eingesammelt. Das ist eigentlich nur für so ein Spiel.
Aber da hätte ich auch aussuchen können, ob ich sie denn selber behalten möchte, also die Steine, oder ob ich ihr die Steine wiedergeben möchte. Die habe ich ihr dann natürlich wiedergegeben. Hätte ich vielleicht auch behalten sollen, wer weiß. Aber ich habe keine Ahnung. Manches behalte ich. Ich versuche eigentlich jetzt meist alles zu behalten, weil ich denke, vielleicht brauchen wir das noch. Weil gerade hier füllt das ja auch einen Inventarplatz bei Auftragsgegenstände. Mal gucken. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, ja, das war das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Lasst doch gerne ein Like da. Ich wünsche euch Triff mich was. so bald wie möglich Und in ciao, Lower Hogsmeade. ciao. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen. Und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten.